So, wir haben halt versucht, von der Schweiz nach Köln zu fahren. Es war leider nicht besonders erfolgreich. Und ach so, ja, mit wir meine ich, ich bin jetzt zu zweit unterwegs mit meinem Liebsten. Darf ich das erzählen? Ja. Und wir sind aber nicht ganz bis nach Köln gekommen, weil es gab so viel Regen, dass die Schienen zwischen Koblenz und Köln unter Wasser waren. Das heißt, der Zug musste wieder umkehren und wir sind jetzt in Koblenz und versuchen es dann morgen nochmal weiter nach Köln. Mal sehen. So, wir haben es jetzt nach Köln geschafft. Aber wie man im Hintergrund sieht, gibt es gute Gründe, warum der Zug nicht fahren konnte. Jetzt scheint glücklicherweise wieder die Sonne, aber der Rhein ist ziemlich hoch und Orte, wo sonst Fußwege sind, sind jetzt überflutet. Das heißt, es gab gute Gründe und die Deutsche Bahn ist nicht schuld. Genau, jetzt freue ich mich auf mein nächstes Interview. Das habe ich jetzt gleich mit Tom Freudenthal und darüber werde ich dann nachher berichten. Tschüss! So, ich bin jetzt gerade zurückgekommen von meinem Interview mit dem Tom und es war wirklich super, super spannend. Wir haben darüber geredet, wie gute Lehre funktioniert, wie man Lehre in der Uni der Zukunft machen könnte und für mich. So die größten Takeaways waren, wenn man gute Lehre machen will, muss man irgendwie schaffen, dass die Leute einen auch mögen und dass sie sich auch untereinander mögen. Dass es irgendwie super hilfreich fürs Lernen ist. Ich habe gelernt, dass man die Lernmodi verändern sollte, wenn man ja Leuten gutes Lernen ermöglichen will. Und ich habe gelernt, dass man nicht so sequenziell lernen sollte, also dass man erst einfach, dann das nächste macht, sondern dass man die parallel laufen lässt und auch untereinander verknüpft und immer wieder klar macht, okay, wofür lerne ich das eigentlich? Und so in die in die Lebensrealität der Lernenden einbeziehen sollte, also dass immer klar sein sollte, worum geht es eigentlich gerade und was hat es mit meinem Leben zu tun. Genau, ich freue mich schon richtig auf die Episode und dann, dass ich sie mit euch teilen kann, weil ich glaube, ich persönlich habe recht viel gelernt und ich glaube, für euch wird es sicher auch interessant sein. Genau. Und damit verabschiede ich mich heute und morgen geht es gleich weiter mit dem nächsten Interview und da bin ich auch schon ganz gespannt. Da geht es dann wieder mehr so um Forschungsthemen. Schönen Abend!